Und es kommt noch besser für die Rapidler. Jonas Auer erkämpft sich den Ball gegen Bror Blume und zieht dann unwiderstehlich los. 2:0 in Minute 13. Ein guter Zeitpunkt für das erste Bundesliga-Tor von Auer. Die WSG kassiert bereits die Tore 60 und 61 in dieser Saison. Da passt alles zusammen. Aus Rapid-Sicht, Auer antizipiert zuerst gut. Blume legt sich den Ball zu weit vor und dann startet Auer wild entschlossen ein Solo und bringt den Abschluss unhaltbar für Oswald ganz genau im langen Eck unter. Joni, gratuliere zum wichtigen 2:1-Erfolg bei der WSG Tirol. Ganz kurz, dein erstes Bundesliga-Tor für Rapid, generell ein erstes Bundesliga-Tor. Es war ein schöner Slalomlauf. Wie hast du das Tor gesehen? Ich freue mich riesig über mein erstes Tor, aber die ganze Mannschaft weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Und wir haben nur 90 Minuten vor uns, wir werden alles geben. Wie wichtig war der Sieg vielleicht auch heute für Selbstvertrauen, weil es geht bereits in 3 Tagen wieder weiter in Hütteldorf? Der Sieg war sicher wichtig, aber wir haben jetzt nur ein Spiel und wir werden alles darauf legen, dass wir das noch gewinnen. Wie hast du generell eure Leistung heute auf dem Platz gesehen als Spieler? Ich glaube, wir haben super eingestartet ins Spiel, haben 2:0 geführt, dann sind wir leider ein bisschen zurückgefallen. Wollten dann zweite Halbzeit eigentlich wieder gleich loslegen, ist uns nicht ganz gelungen, aber wir sind zufrieden mit einem 2:1 und werden nächste Woche alles geben. Ja, und jetzt freut es mich ganz besonders, dass unsere neue Nummer 23 in der Rapid-Viertelstunde zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jonas Auer. Hallo, gefreut mich, dass ich da bin. Jonas, bevor wir über Rapid plaudern, möchte ich das Rad der Zeit ganz weit zurückdrehen, und zwar in deine Kindheit. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Also ich war ja früher begeisterter Tennisspieler und ich bin durch meinen besten Freund aufs Fußballspielen gekommen, weil der Fußballplatz ist klein neben dem Tennisplatz und ich habe Tennistraining gehabt und nach dem Tennistraining habe ich schon die Fußballer drüben gesehen und ich wollte immer mit da. Mein bester Freund war drüben und ab und zu bin ich nach dem Tennisspielen umgegangen und habe ein bisschen mitgespielt und so hat sich das dann entwickelt, weil mir das taugt hat. Wo hast du zum Fußballspielen begonnen? Bei FC Leonhofen. Okay. Für alle, die es nicht wissen, wo ist das genau? Es ist Bezirk Melk. Das kommt von 2 Orten zusammen eigentlich. Ruprechtshofen und St. Leonhard. Ich muss jetzt gleich einhaken, bevor wir über deine weitere Karriere plaudern. Tennis, immer noch ab und zu am Tennisplatz? Also, mir taugt schon noch Tennis spielen. Und wenn ich mal die Zeit habe, dann spiele ich gerne mit meinem Manager, mit meinem Bruder, auch mit meinem Papa, weil meine ganze Familie ist begeistert fürs Tennis und ich spüre auch noch sehr gut, muss ich sagen. Okay, super. Da ist jetzt gleich die Anschlussfrage. Du weißt, einer der besten Tennisspieler hier beim SK Rapid ist unser Cheftrainer. Schon mit dem einmal drüber plaudert über Tennis? Ich habe tatsächlich heute beim Training mit ihm drüber geredet und er hat gesagt, er hat eine sehr gute ITN gehabt. Das ist so eine Spielerstärkenbewertung und es war sehr interessant, einmal gegen einen Trainer zu spielen. Das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite des Spielfeldes die Sicht deutlich besser. Flanke und dann ist das 1:0 da für Rapid, Marco Grüll. Viertes Saisontor für Marco Grüll in der Bundesliga. Schauen wir nochmal genau drauf, wie es passiert. Grüll löst sich von Frieser, der da für meinen Geschmack viel zu leicht runter geht. Die Flanke von Auer kommt perfekt. Das weiß man, dass Auer flanken kann. Dann steigt Grüll hoch, lässt Svete in dieser Situation keine Chance. Für mich ist da alles sauber, auch wenn Frieser sich beschwert. Und der Treffer wird auch nach dem Check des VARs anerkannt. Joni, 2:2 Auswärtssieg in Hasberg. Wie schaut deine Analyse heute aus? Ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel, aber es ist sehr wichtig, dass wir mit den 3 Punkten in die lange Pause gehen, mit Selbstvertrauen. Und da werden wir nach der Pause wieder anknüpfen. Wie gut tut dieser Sieg vor einer so langen Pause? Ja, wir haben gewusst, dass das hier ein sehr schwieriges Spiel wird da in Hartberg. Deswegen tut sehr gut der Sieg und wir sind alle froh, glaube ich, dass wir die 3 Punkte mit heimgenommen haben.
Kommen wir jetzt wieder zurück zum Fußball. Du warst dann eben in Leonhofen, bist dann in die Akademie nach St. Pölten gegangen und dann gab es in jungen Jahren, glaube ich mit 18, den Sprung. Ende 17 sogar. Ende 17 ja. sogar, den Sprung ins Ausland nach Tschechien. Warum? Das hat sich ergeben durch meinen Manager. Der lebt seit 20 Jahren in Prag. Und ich war da damals noch bei der Akademie. Bin dann mit zwei anderen Spielern von der Akademie auf Probetraining gefahren nach Prag. Und die Stadt hat mir super getaugt. Das Training war super. Ich war bei der U19 am Anfang, dann U21. Und von Slavia, von Slavia Prag. Und am nächsten Tag war ich dann schon bei der ersten Mannschaft. Du hast dann in Tschechien verschiedene Stationen gehabt, wurdest zweimal auch ausgeliehen. Wie war generell die Zeit in Tschechien, was das jetzt im Nachhinein zusammenfasst? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also ich muss sagen, die Zeit war eigentlich super. Auch wenn ich die meiste Zeit allein war, dann ist das ganze Corona auch noch gekommen. Meine Eltern haben mich nicht viel besuchen können. Aber ich habe das, glaube ich, ganz gut überstanden, weil ich habe auch meine Freunde online gesehen oder getroffen halt. Und ich habe viel Positives mitgenommen, auch außerhalb vom Fußball, zum Beispiel Kochen und wie ich selber für mich sorge, weil das war mit 17 schon relativ schwierig. Aber ich habe das schnell gelernt und das habe ich auch mitgenommen jetzt nach Wien. Ja, das sind sehr, sehr spannende News hier von Jonas Auer. Jonas, erzähl ganz kurz, bevor wir über Rapid plaudern, dich als Privatperson, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich bin eigentlich ein lockerer Typ und bin für jeden Spaß zum haben eigentlich. Und immer, mich freut es immer, wenn ich neue Leute kennenlerne. Also bin offen für alle. Erfolg von Kainz. Im Burgstaller Met, das Zusammenspiel zwischen den beiden Stürmern gefällt mir heute ausgesprochen gut. Und der Aktion Kühn, der Koselnik einsetzt. Rapid bleibt im Ballbesitz. Was macht Grün? Kommt da zwar zu Fall, aber da war kein Fall dabei. Aua, guter Tempo gegen Stoß. Burgstaller, 4:1! Was ist denn jetzt los? Trippelpack, Guido, Burgstaller. Kühn macht den Ball noch einmal scharf. Dann kann Grüll die Kugel nicht kontrollieren. Ein fürchterlicher Bock beim Rausspielen. Und der Abschluss von Guido Burgstaller nach der Hereingabe von Jonas Auer. Der passt perfekt. Svete hat das Gewicht am anderen Fuß.
Wie ist der Wechsel zu Rapid zustande gekommen? Also den ersten Kontakt mit Rapid hat es schon vor Tschechien gegeben, weil ich in der U18 in der Akademie gespielt habe. Und dann der nächste Kontakt war so ein paar Monate vor Wechsel. Habe ich Anruf bekommen von meinem Manager, gibt Interessen. Und das habe ich dann mitgekriegt, weil bei dem Auswärtsmatch, das war von da, glaube ich, 3 Stunden in Tschechien, da war sogar wer zuschauen von Rapid. Und dann habe ich schon mitgekriegt, dass das ein bisschen ernster wird. Du hast in einem Interview gesagt, der Anruf von Didi Kübauer war entscheidend. Kannst du uns das erklären? Ja, also es war schon kurz davor bei einem anderen Verein. Und dann ist der Anruf vom Trainer gekommen. Und der hat mit mir noch mal geredet, 20 Minuten glaube ich. Und der hat mir halt viel erzählt, dass er mich unbedingt will. Und das hat mir dann schon noch mal, also hat mich schon noch mal zum Überlegen gebracht. Und deswegen dann die Entscheidung zu Rapid. Genau, ja. Was bedeutet es jetzt für dich, hier in Hütteldorf im Stadion zu spielen? Du hast schon ein paar Mal jetzt die Ehre gehabt, hier im Stadion spielen zu dürfen, vor den Fans. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet sehr viel für mich, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres wie in so einem Stadion vor 10.000, 20.000 Zuschauern zum Spielen. Die nehmen die richtigen mit und die Motivation steigt. Man ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervös, aber das ist dann gleich wieder weg und man freut sich nur mehr vor so viel Leuten zum Spielen dürfen. Und das ist super. Sehr schöne Worte. Fast schon abschließend, was ist dein persönliches Ziel mit Rapid? Mein persönliches Ziel ist, dass ich jetzt hart trainiere, jeden Tag, alles gibt beim Training und dann in die Startformation komme und mit Rapid dann am Ende, am Ende von der Saison einen Top-Platz zu erreichen in der Liga und auch international.